Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft Fakten. Und heute gibt es mal wieder fünf Sachen von euch, die ich mir ausgesucht habe. Und ich muss sagen, die sind heute ja ziemlich cool. Und ja, wenn ihr weitere Ideen habt für Minecraft Fakten, dann könnt ihr mir das gerne per hier zuschicken auf YouTube. Na? Und wenn der Fakt richtig ist und auch gut ist, dann wird er mit dem Video eingeblendet mit dem Namen. Und ja, würde ich sagen, schreibt mir nach dem Video in die Kommentare, von wie vielen Fakten, also wie viele Fakten ihr schon wusstet. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon gleich los. Die erste Sache ist von Extremals Minecraft. Er schreibt, dreht man mit der Maus auf einen Pilzblock, bekommt man einen Pilz. Und ja, dieser Fakt ist korrekt. Ich habe ja so einen großen Pilz mal gespawnt. Wenn ich jetzt hier das Mausrad betätige oder drücke halt, na, bekommen wir so manchmal einen Pilz einfach raus. Wenn auch hier den Stamm anklicken, dann kann man so wieder so einen diesen Pilz hier raus und ja, auch mit SRG ist glaube ich auch so. Genau, mit SRG, na, dann kann man auch diesen Dings hier raus. Normalen Pilz und ja, eigentlich ein bisschen komisch, weil eigentlich wäre es cool, wenn man auch diese Pilzböcke rausbekommen würde. Ah, die gibt es ja hier nicht in Vanilla Minecraft, ne? Also so im Inventar. Naja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Der nächste Fakt ist von CC4 Diamonds und er schreibt: Villager schau dich auch an, obwohl du einen Unsichtbarkeitstrank trinkst. Unsichtbar, ne? Und jetzt haben wir zum Villager hingehen und jetzt wird das folgendes. Und diesen mal gucken, ah, geht irgendwie weg. Ey, oh, diesen hier, der dreht sich aus dem Eiswald um. So machen, der guckt und kommt. Obwohl ich eigentlich gar nicht mehr da bin. Ich weiß nicht, wo er das mitbekommen will. Aber irgendwie ist das der Unsichtbarkeitsraum nicht wirklich sinnvoll, weil man sieht, man ist trotzdem irgendwie gesehen. Jetzt die Partikel sind irgendwie noch da, genau. Er sieht auch Partikel. Deswegen ist es eigentlich gar kein Unsichtbarkeitsrang. Ja. Und ja, dann weiter geht's. Die nächste Sache ist vom Creeper und er schreibt: Wenn du dich auf einen Ofen stellst und dann den, diesen Block da Command eingibst, kannst du Items in das Ausgabefach platzieren. Und ja, diesen Fakt fand ich wie den besten in der ganzen Folge hier. Und zwar, wenn ich mich auf diesen Ofen hier stelle und ich mal diesen Befehl eingebe hier. Den hier. So. Dann kannst du auf den Koordinaten mal austauschen. Ich habe das halt eben schon mal getestet. Dann kann ich jetzt mal diese Koordinaten nehmen, diese und diese. Und jetzt bin ich zum Beispiel hier Dirt, ne? Und eigentlich kann man in dieses Ausgabeofen vom Ofen halt nichts machen. Ich kann halt kurz kopieren, so. Eigentlich kann man ja nichts hier so reinpacken, dann geht nicht. Aber wenn ich jetzt den Kommando hier eingebe. Ja, woher? Was ist so? So, einmal hier eingegeben und jetzt gucken, ob ihr folgendes. Ah, Dirt im Furnace? Das kann es ja nicht sein, oder? Das kann man richtig gute dekorative Sachen mitmachen. Vielleicht gibt es auch was wie in der Splash-Bruch schon mal raus. Also wollen wir so ein paar IDs oder was nehmen. Splash Potion. Geht das ja auch? Ha, guck mal, hier habe ich jetzt Splash Uncraftable Potion. Ach, Leute, gibt es auch welche. Uncraftable. Lol. Jetzt haben wir hier zwei Potions, einfach mal so. Einfach rausnehmen. Aber sobald man das Inventar gut tut, geht das nicht mehr. Und dann kann man recht coole Sachen mitmachen. Und natürlich auch hier, zum Beispiel hier ein Account. Kann ich gucken, mal das hier einstellen? Slot 2B. Hier, ne? Aber soll ich mal irgendwie so, keine Ahnung, 64 nehmen? Oder 54, auch scheißegal. Wie das glaube ich auch, weil es hier 54 Potions drin. Das ist mal ziemlich cooler Fakt. Und, ja, weiter geht's. Und die Fakten 4 und 5 von heute sind von FCGamer777. Und da schreibe ich als erstes, wenn man Poison hat oder ein Goldapfel ist, wenn die Absorptionsherzen schwarz. Und zweitens, wenn man das Cooldown Icon auf Frost hat und dann F3 drückt, verschwindet es. Und auch diese beiden Fakten sind echt gut. Das war folgendes: Wenn ich jetzt kurz in den Game 0 gehe, da kann man eine Potion reinpfeifen, ich habe nur eine davon. Ansonsten nehme ich auch diese Uncrafted Potions hier. Ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt Poison. Und jetzt erst sieht man so einen goldenen Apfel, und das ist hier folgendes: Ich mache mal so hier, so. Schwarze Herzen. Warum? Jetzt kann ich was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel nehme. Aber kann man es ein bisschen besser noch sehen, weil es ja viel mehr Herzen hat, ne? Mal gucken. Oh ja, aber jetzt hier. Holt der schwarze Reiher hier voll. Ah, trotzdem zieht er ziemlich als Herz. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ziemlich komisch. Und sollte glaube ich nicht so sein, ne? Und ja. Der letzte Fakt. Ich kann es kurz mal hier auf Ding jetzt hier umstellen, hier auf also den Attack Indicator auf Crosshair. Ja, ist ja halt hier in der Mitte halt zu sehen, ne? Der Crosshair hier.
Ja, wenn du jetzt F3 drücke, erschlage, ist er nicht mehr zu sehen. Ist dann weg. Liegt aber einfach daran, bei diesem Gnadensystem hier vom F3-Modus. Ist meine Erklärung, war ansonsten, ich weiß nicht, warum das aber weg. Vor allem müsste ich, vielleicht jetzt auch ein Bug, keine Ahnung. Aber das habe ich schon einfach schon, ist das nicht schon so, schon immer schon drin? Ob ja. Vielleicht ist es so gewollt oder so, keine Ahnung. Weil ich finde die Koordinatensysteme in der Mitte. Und, keine Ahnung. Dann würde ich damals gewesen, jetzt auf der Minecraft-Fakten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Hab und nicht vergessen. Und tschüss.